Leute, jetzt gibt es die 6 unglaublichsten Garagen, von denen du nicht glauben wirst, dass es sie gibt. Leute, das Video ist von Verrückten Lab. Schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich bin jetzt mal echt gespannt. Ich bin ja auch, wie der eine oder andere vielleicht weiß, dabei ein Haus zu bauen. Und ich habe auch mal gedacht, oh, so eine krasse Garage passt bei mir aber leider nicht aufs Grundstück. Ich habe so eine ganz, ganz normale Garage, aber ich bin glücklich. Also sie ist noch nicht fertig, aber sie ist geplant. Momentan leben circa 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Ja, super. Und die Hälfte davon ist männlich. Als vor fast 20 Jahren der erste Teil des Films Taxi veröffentlicht wurde, wollten viele gern in Daniels Schuhen stecken und wie er in einer Garage voller High-End-Ausrüstung leben. Das wäre wirklich ein Traum. Und wie ihr wisst, sind Autos schon längst nicht mehr nur Transportmittel. Sie stehen für ein Hobby, Leben, Liebe und das ständige Problem, einen Parkplatz zu finden. Einige stellen ihr Auto vor dem Eingang ab, andere mieten einen Parkplatz und einige sind kreativ und parken direkt in der Nähe ihrer Wohnung oder in einer Tiefgarage. Sowas habe ich schon mal bei Galileo oder so gesehen. Da kannst du das Auto, das wird von unten nach oben bis in deine Wohnung gefahren. Und dann kannst du dir das schön dein Auto angucken. Gut, wenn du solche krassen Autos hast wie so ein Lambo, schon geil. Also das geheimes Versteck. Heute erzählen wir euch alles über die unglaublichsten Garagen, die ihr euch vorstellen könnt. Sowas hätte ich auch gern. Also, hallo zusammen und lasst uns loslegen. Ich schätze mal Ferrari-Fan. Oh, was war am Wochenende mit Ferrari los, Leute? In den letzten 30 Jahren hat sich Singapur von einem armen asiatischen Land zu einem der reichsten Länder der Welt entwickelt. Das Land hat viele Ressourcen und importiert sogar Wasser und Sand von seinen malaysischen Nachbarn. Und es hat etwas Unglaubliches namens Sky Garage entwickelt. Das neue Hochhaus bietet seinen Bewohnern einen exklusiven Service an. Nämlich die Möglichkeit, ihre Autos direkt neben ihrem Wohnzimmer zu parken, egal in welcher Etage sie leben. Das Ganze ist durch ein spezielles System von Lastenfahrstühlen möglich, die die Autos bis in die Wohnungen der Besitzer transportieren. Die Besitzer fahren sie einfach in die Garage des Gebäudes mit einer rotierenden Fahrstuhlplattform mit Panoramaaussicht. Danach werden sie biometrisch gescannt und es wird die Wohnungsnummer angegeben, damit das Auto direkt in die entsprechende Etage geliefert werden kann. Der gesamte Prozess ist vollkommen automatisch und der Fahrer muss nicht daran teilnehmen. Ey, jetzt mal ehrlich, würdet ihr euch sowas holen? Ich hätte schon Bock drauf, aber ich weiß nicht, ob mir das der Aufpreis wert wäre. Obwohl, wenn du so teure Autos hast, weil das Ding ist ja safe. Das kann dir da ja nicht geklaut werden. Sogenannten Sky Garages des Hamilton Scott Gebäudes befinden sich nur wenige Minuten von einer Region in Singapur entfernt, die für ihren notorischen Mangel an Parkplätzen bekannt ist. Die Idee, die Autos direkt in der eigenen Wohnung zu parken, ist daher die ideale Lösung für das Problem. Jede Wohnung hat 2 Parkplätze und jedes Luxus-Penthouse kann bis zu 4 haben. Das Wohnzimmer ist durch eine Glaswand von der Garage getrennt, durch die der Besitzer seine teuren Spielzeuge jederzeit bewundern kann. Das Recht, die Parkplätze zu benutzen, ist gar nicht mal so billig. Die Wohnungspreise in dem Gebäude liegen zwischen 7 und 20 Millionen Euro. Direkt an der Atlantikküste in Florida wurde noch ein weiteres modernes Hochhaus mit genauso beeindruckenden Parkmöglichkeiten gebaut. Oh, schöner Porsche. Es ist das erste Unterfangen des deutschen Autogiganten Porsche im Immobilienbereich. Okay. Das Gebäude für Milliardäre und Autoliebhaber nennt sich Porsche Tower. Seine Besonderheit sind Wohnungen. Davon habe ich ja noch nie was gehört, vom Porsche Tower. Mit integrierter Parkmöglichkeit. Die Glasstruktur mit 56 Etagen hat 3 Autofahrstühle und jede Residenz hat eine separate Garage für 2 bis 4 Autos, je nach Lage und Autogröße. Der Besitzer muss einfach in die vollautomatischen Fahrstühle fahren und schon bringt das Ingenieurswunder sie mit einer Geschwindigkeit von 4,5 Metern pro Sekunde direkt vor seine Haustür. Die Besitzer von zu teuren Autos wollen normalerweise nicht, dass sich jemand anderes hinter das Lenkrad ihrer Autos setzt. Das war der Grundgedanke für die Konstruktion des Gebäudes, in dem die Besitzer ihre Autos in eigenen Garagen parken können, die sich direkt in ihrer Wohnung befinden, ohne dabei das Auto verlassen zu müssen. Das kostet auch Hinzu wieder kommt, dass sie ihre Autos so ständig bewundern können, weil sie nur durch eine durchsichtige Wand vom Wohnzimmer getrennt sind. Aha, scheinbar darfst du Wenn das Auto wohlbehütet in einer eigens designten... Oh. Mein Traum. Muss ich ganz ehrlich sagen, von der Größe vom Grundstück, du hast so eine mega krasse Auffahrt, jetzt mal abgesehen vom Design, ich fühle jetzt nicht unbedingt so die Farben und so weiter, aber das ist schon geil, so ein richtig riesiges Grundstück zu haben. Grundstückspreise in Deutschland sind halt echt abartig. Wenn eine Tiefgarage steht, die mehrere Meter unter der Oberfläche liegt, dann muss man sich wirklich keine Sorgen darum machen. Ja, nee, das fühle ich zum Beispiel nicht. Weil, wenn du mal einen schlechten Tag hast, bist ein bisschen müde, mach doch eine geile Garage. Das ist auch ein Vorteil, den der Softwareentwickler Tom Gonzalez genießen kann. Ja, Herr Gonzalez. Als er sich entschieden hat, in den Ruhestand zu gehen, verkaufte er sein Unternehmen und kaufte sich ein geräumiges Haus in Nevada, das er mit luxuriösen Parkmöglichkeiten ausstattete. Alter.
Der Millionär sammelt schon seit Jahren Autos und Motorräder und als er mehr Freizeit für sein liebstes Hobby hatte, investierte er mehr als 4 Millionen Euro in die Konstruktion einer soliden Garage, um seine Kollektion zu erweitern. In der riesigen Halle, die das Dach mit seinem Haus teilt, befinden sich mehr als 100 Motorräder. Die besten davon verstecken sich in einer 55 Quadratmeter großen Tiefgarage. Die einzigartige Garage ist mit einer Klimaanlage und einem hydraulischen Fahrstuhl ausgestattet. Derselbe Fahrstuhl wird normalerweise genutzt, um Flugzeuge zu transportieren und kann daher 3 bis 4 Autos gleichzeitig bewegen. Die Tiefgarage hat keine Säulen oder Stützen, sodass man problemlos rausfahren kann. Die Autos können aber nicht einfach beschädigt oder gestohlen werden, denn das Gebiet ist stark überwacht und die Autos sind darin so sicher wie in einem Safe. Diese luxuriöse 627 Quadratmeter große Villa befindet sich in der gemütlichen Stadt Bellevue, Washington. Trotz der beeindruckenden Größe hat sie nur 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Ah, nur 2. Obwohl, stimmt, wenn du Kinder und so weiter hast, ist es schon ein bisschen wenig. Besitzer haben sich nämlich entschieden, den Wohnbereich des Gebäudes um eine riesige... Aber wenn du solche Autos hast, brauchst du keine Kinder. ...Garage mit genügend Platz für 16 Luxusautos anzuordnen. Die Parkplätze befinden sich in der ersten Etage direkt in der Mitte des Hauses. Ein spezieller Fahrstuhl wurde so designt, dass der Besitzer ins Haus kommt, ohne aus dem Auto aussteigen zu müssen. Die Garage ist im Grunde wie eine Autoausstellung. Ja. Auch hier ist die Parkfläche durch eine Glaswand vom Wohnzimmer getrennt. Eine perfekte Lösung, um die Autos den ganzen Tag über zu bestaunen. Der Großteil der modernen Wohnmobilie ist mit modernstem Equipment ausgestattet. So auch der Performance S, das neueste Modell der prestigeträchtigen Serie des deutschen Unternehmens Volkner Mobil und gleichzeitig ein echtes 5-Sterne-Motorhotel. Das wunderschöne 12 Meter lange Fahrzeug hat wirklich alles zu bieten. Ein Doppelbett, ein Wohnzimmer und ein beheiztes Badezimmer. Am überraschendsten ist aber, dass der Anhänger mit einer integrierten Garage ausgestattet ist. Ja, das ist die erste mobile Sportwagengarage der Welt. Könnt ihr euch ein Wohnmobil für den Preis von 1,5 Millionen Euro leisten, wenn ihr nicht gerade Ferrari... Okay, da bin ich doch ein bisschen überrascht. Junge, was war das? SLK oder wie heißen die? Lamborghini-Besitzer seid? Das Auto wird auf dem Anhänger im Erdgeschoss in einer hydraulisch betriebenen Plattformgarage abgestellt, sodass man, wenn man sich auf eine lange Reise begibt, seinen geliebten Lambo nicht zu Hause lassen muss, sondern ihn einfach mitnehmen kann. Wahrscheinlich haben wir uns alle schon mal gewünscht, an einem Ort wie einer Schokoladenfabrik mit einer riesigen Auswahl an Süßigkeiten und Delikatessen, sobald das Auge reicht zu sein. Da wir aber erwachsen geworden sind, haben sich unsere Prioritäten verändert und jetzt träumen wir davon, in Autostadt, der Automobilstadt in Wolfsburg in Deutschland, neben der Volkswagenfabrik zu landen. Neben anderen Attraktionen sind die beiden interessantesten 2 Glastürme, die als Abstellmöglichkeiten für neue Autos dienen. Die Türme sind originelle Parkstrukturen, in die die Autos direkt aus der Werkstatt geliefert werden. Also was ähnliches Jeder Turm ist 60 Meter hoch und kann bis zu 400 Autos unterbringen. Die Twin Towers sind durch einen 700 Meter langen Untergrundtunnel mit der Volkswagenfabrik verbunden. Ein automatisches Fließband liefert die neuen glänzenden Wagen der Fabrik an den Keller der Parkstruktur. Von hier transportiert der automatische Fahrstuhl die Autos an den vorgesehenen Parkplatz. Wollt ihr euch also ein Auto aus dieser einzigartigen Garage in der Autostadt besorgen, dann wird es in Originallackierung direkt aus dem Lager mit 0 Kilometern auf dem Tacho geliefert. Ihr werdet also sicher wissen, dass noch niemand hinter dem Lenkrad des Autos gesessen hat und es noch nie auch nur einen einzigen Meter gefahren ist. Doch, haben Neuwagen nicht schon immer 50 Kilometer drauf oder 40? Die müssen ja auch getestet werden. Das war's? Hallo? Ja, ich glaube schon. Leute, wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, gönnt euch auf jeden Fall die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast. Manuel hat über seine Probleme mit den Katzen berichtet. Und ich habe über meinen Lieblingspudding geredet.